So, wie viel Kohle? Oh, 1,4 Millionen. Wir können uns ja gar nicht mehr retten vor den ganzen Banknoten. Ein extra Gleis für die Holzroute. Das ist aber okay, das ist nicht so dramatisch. Der fährt hier rein. Der hat hier einen kleinen gemeinsamen Abschnitt mit der Passagierroute, fährt dann aber hier außen vorbei. Also muss hier auch nicht irgendwie warten oder so. Und fährt dann hier noch die Strecke auch durch. Das ist jetzt nicht so dramatisch bei unseren vier Zügen, die hier hin und her fahren. Später machen wir dann sowieso noch zweigleisig, ist geplant. Also von daher, das ist okay. Aber ich überlege halt wirklich, ob wir nicht doch zwei Züge machen. Und zwar einmal den Holzzug, der hier runterfährt. Und dann einen Zug, der hier quasi rüberfährt und das Zeug rüberbringt. Was? Kein Ton? Was meinst du denn, kein Ton? Bei mir ist Ton. Was will er denn? Was will er denn? So. Das heißt aber, wir müssen uns hier auch nochmal einen Zug kaufen. Einen Zug kaufen. Der muss jetzt aber nicht so groß sein. Der eine Zug, den wir hier haben, der hat aktuell ein Volumen von 48. Den könnten wir natürlich auch noch upgraden. Da ist auch noch was Altes dran. Da hängt momentan, was ist das für ein Zug? Kann man das irgendwo erkennen? Hier. Ist auch ein. Wieso heißt denn der auf einmal Borsig? Ist das der Borsig? Nee. Also da könnte man auch noch aufrüsten. 2 Millionen momentan. Preußisch. Das war die 50 km/h, 60 PLM. Das war die schon sehr teuer ist. Dass wir hier auch mal auf die Preußisch gehen. Hat er die natürlich ganz vorne, ganz hinten rangesetzt. Wobei es beim Holz wahrscheinlich wurscht ist. Wir nehmen dich mal mit. Komm, wir machen das mal so. Den hier raus, dann sind wir bei 726. Und dann holen wir uns ein zweites Fahrzeug, einen zweiten Zug. Ja, ich habe nur kurz geguckt, wieso die Borsig heißt, weil die hieß ja vorher noch irgendwie D1, aber dann ist die D1 offenbar eh schon rausgerutscht, quasi. Mittlerweile. Und wir brauchen dafür jetzt noch Cargo. Und wir brauchen die Bretter, muss das transportieren können. Also das hier zum Beispiel, da passen vier rein. Da würden sogar acht reinpassen. Dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir uns irgendwie vielleicht mal nur zwei holen. Erstmal, weil der so schnell hin und her fährt, dass der wahrscheinlich zweimal hin und her fährt, bis dann das Holz runtergebracht wird. 1,4 Millionen können wir uns gerade schnell noch leisten, wo die Kohle noch da ist. Und das heißt für uns, wir müssen die Linien anpassen. Also einmal eine Linie anpassen für dich. Und zwar von hier nach hier. Das ist die Bretter 1 Linie. Und die Holzlinie, die kann sich jetzt Schalsee Ost sparen. Du fährst dann wieder hier quasi außen zurück. Genau. Was wir jetzt machen können, ist eigentlich, wir könnten uns dieses Gleis sogar sparen, weil wir ja hier sowieso nur noch jeweils entweder runter oder hoch haben. Aktuell, wir könnten es auch noch lassen. Aktuell, wenn hier halt ein Zug drin steht beim Hochfahren oder beim Runterfahren, dann muss er halt warten. Auf der anderen Seite war das auch so, dass der hier gestanden ist. Und dann wollte einer runterfahren.
Na gut, aber dann würde er hier hochfahren, hier reinfahren, während er hier rausfährt. Müsste eigentlich so klappen auch. Ja, wir werden ja sowieso umbauen auf zweigleisig, dann passt das schon. Wir lassen das erstmal so. Und werden mal gucken, dass das jetzt hier so funktioniert. Dann werden nämlich die Sachen abgeholt hier. 16 Stück passen, nee, 16 Hölzer passen rein. Mal gucken, wie viel Bretter. Docke, 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 docke. Die kompletten 21 wird er nicht mitnehmen. Ich glaube, 16 waren es auch. Genau, 16. Und dann schauen wir mal, ob sich das jetzt einpendelt dann. Und wir das ein bisschen schneller machen können. Gut, so, wir sind wieder sauber im Minus jetzt. So schnell kann es gehen. Ich würde ganz gern mal ein bisschen wenigstens das Darlehen ein bisschen stutzen. Wenigstens mal so 500.000 zurückbezahlen, damit wir nicht immer 99.000 Zinsen bezahlen müssen. Wenigstens ein bisschen das Ganze zurückfahren. Ansonsten, Bretter, das eine müssen wir noch umbenennen. Hier, Holzbretter wird zu Holz. Bretter hat jetzt ein bisschen Umsatz schon gemacht. Sehr schön. Dann Holz macht demnächst Umsatz. Da ist es ein bisschen wenig momentan. Aber wir sind voll besetzt derzeit. Also vielleicht würde es sich sogar lohnen, doch nochmal die Waggons zu erweitern, dass man noch einen vierten anhängt. Weil man sieht ja auch an den Bahnsteigen, wie hier die Leute stehen. Das ist Wahnsinn. Also die Kapazität wäre auf alle Fälle da, dass wir die alle transportieren. Momentan passen die halt nicht bei uns überall rein. So. Aber wir haben uns wieder einigermaßen erholt. Das, ich hätte es fast nicht geglaubt. Aber wir sind ja beständig geblieben und dann hat das wunderbar jetzt funktioniert. So, das sieht echt noch mies aus momentan. Mit den Betriebskosten hier. Das gefällt mir noch nicht. Da müssen wir mal gucken, dass das ein bisschen besser wird. 28 Bretter sind jetzt hier drin. Also eventuell würde hier sogar noch ein Waggon hier, wir machen mal kurz Pause, würde hier vielleicht sogar noch helfen. Nochmal einen Rungenwagen anhängen. Dann haben wir 24. Ich hätte gedacht, er ist ein bisschen schneller hinterher. Aber dadurch, dass das Holz natürlich jetzt auch entsprechend kürzere Zeit hat, weil sie nicht mehr hier rüberfahren müssen, wird das auch schneller angeliefert hier. Wir gucken mal. Mal schauen, ob sich das Fähnchen noch dreht hier. Hier vorne haben wir auf alle Fälle schon ein bisschen Treibstoffstau. Da brauchen wir noch das ein oder andere Auto. Definitiv. Und müssen hier vielleicht noch zwei Autos dazu kaufen. Und dich mal kurz im Auge behalten, was du jetzt hier verdienst. Hier waren es 127. hat er jetzt. Wenn der natürlich jetzt trotzdem diese Betriebskosten von 220 hat, dann wird das schwierig werden, dass wir die hier gewinnbringend nutzen. Da ist wahrscheinlich dann einfach der Zug zu teuer für die Strecke. Und für das Material. Beim Holz ist es ja kein Problem. Wo ist unser Holzzug? Hier oben. Der Holzzug macht schon ganz gut Gewinn. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. So, ist hier schon Stau dann? Sehr gut. Das heißt, hier drinnen bekommen die Leute ein bisschen mehr an Treibstoff.
Und jetzt wird hier in Zarentin auch angebaut. Mensch, jetzt wird hier gewachsen, oder? Irgendwie immer noch nicht. Obwohl wir 120 im Plus sind. Also dauert noch ein bisschen. Den Bretterzug vergrößern könnten wir noch, ja. Aber ich muss mal kurz husten. Moment. Hey, Salusa. Dass wir noch mehr Bretter... Der ist aber, glaube ich, schon am Limit, der Zug. Ja, wobei, wir haben ja jetzt eine bessere Zugmaschine vorne dran. Wenn man jetzt hier nochmal was anhängt... Ah, ich habe hier die kleinen Rungenwagen, nicht die großen, oder? Jetzt ist hier nochmal ein Auto gekommen. Jetzt habe ich gerade die Autos ersetzt. Jetzt kommt hier ein neues Auto. Ja, guck, wie es aktuell läuft, lieber Salusa. Ich habe immer noch nicht den Kredit zurückbezahlt, aber wir haben es hinbekommen. Gerade so noch. Es war sehr spannend. Und es war spitz auf Knopf, aber wir haben das Fähnchen nochmal gedreht jetzt. Und jetzt momentan läuft es ganz gut. Also was ich jetzt hier habe, ist tatsächlich... Ah, das ist was Kleines. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier 4. Dann werden wir dich nochmal ändern. Wir haben jetzt aktuell eine Kapazität von 48. Und jetzt haue ich hier die Großen rein. Oh, die sind teuer. 2,8 Millionen. Das ist teuer hier. Und dabei ist die Kapazität, wenn ich mal die auf 48 mache... kostet mich das 2 Millionen. Was zum Henker. Das kann sich doch nicht lohnen. Diese Millionen. So, mal gucken. Ja, wir kommen bei dem nicht ins Plus, ne? Bei dem Zug. Der Zug hier, da kommen wir nicht ins Plus aktuell. Jetzt nimmt er sogar nur noch eins mit, ein zusätzliches. Eins zu wenig. Da ist der Zug zu teuer. Das heißt, also wir brauchen mehr Zug, so wie es aussieht. Was kostet mich denn, wenn ich den Zug mit den alten Rungen erweitere? Ich meine, die Kraft wäre ja eigentlich da. Das zweite Gleis kommt erst, wenn ich wieder genügend Kohle habe. Ich kann doch jetzt mit meinen 800.000 nicht den kompletten Kreisel hier zweigleisig machen. Und es läuft jetzt auch eingleisig erstmal. So viele sind jetzt noch nicht unterwegs. Mach mal dich ein bisschen größer. Kapazität von 64 dann. Das heißt eigentlich dann 32 für die Bretter. Und der Zug hat aktuell 24. Vielleicht fährt er zweimal hin und her dann. Dann hier oben stapelt sich es nochmal ein bisschen. Also auch hier kann nochmal ein Fahrzeug hinzugekauft werden. Und ich wollte mir das andere Auto noch anschauen. Das neue. Der Gaggenau C40. Fährt, oh, der fährt ja hier fast doppelt so schnell hier wie der Postbus. Ist 30.000 teurer. Hat aber die gleiche Anzahl an Leuten. Ich hätte gesagt, den überspringen wir. Wenn du jetzt ein Drittel zweigleisig machst, dann fährt der Holzzug auch öfter, weil er nicht so viel warten muss. Ja, der muss doch nicht oft warten. Wir können ja mal gucken, wie oft der warten muss hier. Er muss doch fast nie warten.
Ja, wenn wir uns den leisten können, dann machen wir da noch vielleicht einen Zug. Einen zweiten dann. Aber dann müssen wir die Struktur hier ein bisschen anders machen, weil dann dieser exklusive Gleisabschnitt nicht mehr nur von einem befahren werden kann. Er fährt ohne Probleme durch hier aktuell. Also das ist noch nicht dramatisch. Wenn ich aber jetzt einen zweiten Holzzug hier mit reinsetze, dann müssen wir auf alle Fälle zweigleisig machen. Dann müssen wir auf alle Fälle zweigleisig machen. Hier ist immer noch so viel an Treibstoff drin. Ich habe doch schon dazu gekauft eigentlich. Dachte ich. So, der macht jetzt wie viel Kohle? Fünfhundertfünfundfünfzigtausend hat er durch den Holzverkauf gemacht. Okay. Oh, uns fehlt hier noch ein Zeichen, sehe ich gerade. Ein Signal. Damit der Kollege hier vorfahren kann und nicht hinten warten muss. Gut. So, selbst jetzt, wo quasi einer entgegenkommt, kann der ja jetzt hier schön an der Seite noch vorbeifahren. Also das läuft schon noch. Guck mal kurz den Zug an. Na, leicht im Plus, aber wirklich nur leicht. Hohe Frequenzen sind gut, ja. 32 Bretter. Der muss jetzt zum Beispiel warten, weil der andere von oben kommt. Na gut. Also 1,3 Millionen. Wir zahlen mal ein bisschen was zurück hier. 500.000 zurück. Damit wir nicht mehr ganz so viel Zinsen zahlen müssen. Hier oben stapelt sich auch schon einiges. Wieder 1,3 Millionen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wohin mit meiner ganzen Kohle jetzt. Staut sich hier oben was? Sieht alles noch ganz gut aus. Viel Verkehr auf den Straßen, aber das kann uns ja egal sein, wenn alle hier durchkommen. Okay. Nächster Punkt. Gehen wir jetzt hier die Zweigleisigkeit an? Oder sagen wir, wir bauen lieber nochmal den Zugverkehr aus? Dass wir hier unseren Fernverkehr nochmal etwas erweitern. Die sind aktuell wirklich am Limit. Also wenn wir da nochmal so Wägelchen anhängen würden, dann könnten die noch mehr mitnehmen und dementsprechend auch noch mal ein bisschen mehr, weil das ist halt echt unsere Cash-Cow momentan. Holz kommt schon ziemlich nahe. Rohöl und raffiniertes Öl, was habe ich denn hier? Roll und raffiniertes Öl habe ich hier geschrieben. Was Wallenfels noch an Produkten braucht. Die Baumaterialien hat sie, aber hier die Waren. Ich habe vorhin schon ein bisschen geguckt, wo wir eventuell die noch so alles herbekommen. Aber so, die sind halt alle so kompliziert verteilt auf der Karte, sodass du so kleine Produktionslinien eigentlich gar nicht mehr hast. Deswegen wollte ich ja erstmal den Rundkurs hier machen, damit wir dann anschließend, wenn der zweigleisig ist, die Ressourcen schön einfach immer von der Seite reinfahren, mitfahren lassen und dann wieder abzweigen, dort wo sie gebraucht werden. So hätte ich das geplant quasi. Und das würde ich aber erst dann angehen, also die weiteren Waren, wenn wir dann hier die Zweigleisigkeit auch haben. Nach Bad Wurzach Lebensmittel. Ja, das wäre hier oben was. Getreide war, glaube ich, irgendwo hier unten. Nee, hier drüben. Hier. Das könnte man zum Beispiel noch mit Autos machen. Wobei der Weg auch schon ganz schön lang ist hier. Links neben den Brettern ist doch noch direkt Holz. Von was spricht er denn? Was meinst du denn mit Holz?
Spricht er jetzt von dem wieder hier drüben? Meinst du das? Wisselhövede? Dass wir hier nochmal Blätter rüberbringen. Von hier, hier rüber. Der Zug hier. Der Zug hier ist mittlerweile, ist das jetzt der Holzzug? Ja, der ist ja im Plus. Der andere war, der im Minus ist, ne? Der hier, wobei der jetzt auch wieder im Plus ist. Ich glaube, dass wir hier, wir haben ja hier oben genügend Bretter. Ich glaube, dass wir da schon ganz gut zurechtkommen, wenn wir noch einen zweiten Zug dann einsetzen oder so. Das ist dann nicht das Problem. Weiß gar nicht, ob das, ob's was besser ist, ob man dann von hier oben runterfährt oder von hier rüber. Es ist wahrscheinlich egal. Aber momentan wird schon ganz schön gut produziert. Und das heißt, wir müssten eigentlich noch den Zug ein bisschen ausbauen, weil der hier nur 24 Kapazität hat. Also der kann noch ein bisschen was machen und dann kommt der auch ins Plus, denke ich mal. Okay, Moment. Ändern. Dass man nochmal zwei anbringt für 40 Kapazität hier. Dann kann der das mitnehmen. Eine Firma von zwei Rohstofffirmen beliefern hat immer den Nachteil, dass eine Rohstofffabrik untergeht mitsamt der Linie. Kann das Spiel nicht dann so steuern, dass beide quasi mehr liefern? Wird dann eine quasi vernachlässigt? Ich hätte mal in meinem ersten Durchgang, ich glaube, irgendwie so zwei so Getreidedinger. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das dann gelaufen ist. Na gut, also Lebensmittel jetzt hier reinbringen, das könnte man mit den Autos machen. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Obwohl das schon sehr weit weg ist. Also man könnte wahrscheinlich das Getreide mit den Autos hier hochbringen, aber irgendwie dann vielleicht mit dem Zug noch hier runterbringen. Weil hier so, hier wäre schöne Gleisanbindung, auch wenn noch kein Güterbahnhof da ist.